Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir, was habe ich im Jänner aufgebraucht? Wenn es so aussieht, als hätte ich Schläge ins Gesicht bekommen. Ich habe Luminous Bronzer oben, ja. Leute, das sieht so aus. Ich mag mein Make-up, also ich mag meine Base nicht. Den Rest finde ich recht cool. Aber ich habe jetzt einfach diesen Schimmerbronzer benutzt. Und das sieht einfach so aus. Ihr seht das wahrscheinlich, wenn ich mich so bewege. Das ist so. Und das wird manchmal. Es sieht in der Kamera fleckig aus, es ist aber in echt nicht fleckig. Aber ich mag mein Base-Make-up trotzdem nicht. Aber egal. So starte ich Videos, das ist ja toll. Aber ich würde sagen, wir quatschen jetzt drüber, was ich aufgebraucht habe im Jänner. Und let's do this. Das erste, worüber ich quatschen möchte, ist von Alverde: Naturkosmetik Bienenglück Pflegedusche. Und ich finde das ja, ich habe mir das in der Dusche, habe ich das durchgelesen und ich finde das so, so süß, weil da werden so, sie unterstützen die Wildbienen und so. Und das finde ich voll, voll cute. Ich muss nur persönlich, ich sehe aus, als wäre ich im Solarium 10 Jahre gewesen. Es tut. Ich habe ein sehr, sehr dunkles Puder, deshalb sehe ich so extremst dunkel im Gesicht aus. Ich hoffe, es sieht nicht ganz so schlimm aus wie in meinem Monitor, aber leider sieht es oft wirklich so aus wie im Monitor. Das heißt. Ja, amazing. Aber auf jeden Fall zurück zum Produkt. Ich fand das sehr, sehr. Aber es ist eh Limited Edition. Also es war eine Limited Edition, also gibt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Vom Geruch her hat es mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde da von Alverde zum Beispiel das Aloe Vera finde ich sehr, sehr angenehm und frisch. Das war halt, ja, halt naturkosmetisch. Es tut mir leid, aber es riecht so naturkosmetisch-mäßig. Kann ich leider den Geruch gar nicht beschreiben, aber so, ja, natürlich. Es riecht einfach natürlich, ist es ja natürlich auch und das ist ja auch super. Nur, was mir auch aufgefallen ist, und zwar, das habe ich bei der Dusche machen müssen. Und zwar, ich habe aus diesem Ding, wie das da oben war, ich habe es einfach nicht, ich habe es so hart drücken müssen, ich habe es nicht rausbekommen. Das heißt, zum Schluss habe ich das dann abgenommen und habe es dann so benutzt. Oh, da war jetzt noch Wasser drin, na toll. Amazing. Aber, oh Gott, jetzt bin ich voll. Aber das war auf jeden Fall voll. Also das war, musste ich so aufmachen, damit ich ein Produkt rausbekomme. Ich habe immer sehr viel am Produkt bekommen, aber besser wie das oben war, habe ich einfach nichts rausbekommen. Aber ich würde das persönlich nicht nachkaufen, aber ich muss jetzt meine Hände abtrocknen, weil ich bin voll. Next up habe ich das auch noch von Iod Revolution, den Red Velvet Cookie Barfisser, den habe ich aufgebraucht. Zu den Barfissern sage ich eh immer, ich finde die recht okay, würde aber persönlich zum Beispiel die Badefee würde ich da eher unterstützen. Ich finde auch von der Lush die besser, also ja, sie sind nicht schlecht, aber sie haben keine Special Effects, sie lösen es einfach im Wasser auf und dann wird das Wasser rot. Sie riechen alle ident, also manchmal sind sie so ein bisschen einen anderen Geruch, aber sie haben alle denselben Bath-Fizzer-Geruch, wie ich immer schön dazu sage. Als nächstes, whoops, habe ich von Dresdner Essenz das Duschpeeling, das Früchtetraum-Duschpeeling anregend. Aha, okay. Mit Erdbeersamen. So sieht das aus. Fand ich so, so gut. Das hat auch so, so gut gerochen. Also ganz, ganz, ups, da kommt noch eine Seifenblase. Also heute, ich weiß nicht, was ich hier mache, aber sehr, sehr, es hat extremst gut gerochen. Scrub-mäßig ist es nicht so toll, weil es halt einfach, ich habe es am Anfang, habe ich das Scrub benutzt. Mir war einfach zu wenig Scrub-Effekt. Das heißt, ich habe es dann einfach als Duschgel dann benutzt, weil es für mich dann einfach besser war. Ich muss das sagen, ich tue mir so schwer, in die Kamera zu gucken, weil ich da die ganze Zeit mich sehe. Und weil ich habe sicher enorm weiße Zähne gerade. Ihr denkt euch so, wow, sie hat Bleaching gemacht. Nein, sie ist nur super braun im Gesicht. Und dann auch noch so, aber ich meine, ich hoffe, ihr kennt es, weil der ist sehr, sehr luminous, dieser Bronzer, aber egal, egal. Auf jeden Fall fand ich das dann also sehr, sehr gut als Duschgel, habe ich das dann benutzt, mit so einem leichten Scrubbing-Effekt, fand ich sehr, sehr nett. Und der Geruch ist unglaublich sommermäßig. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile wirklich ein Riesenfan von Dresdner Essence. Ich finde, die haben richtig, richtig tolle Schätze, also. Es riecht immer sehr gut und rezeptiert auch in einem Mikroplastik sehr, sehr toll. Ist natürlich auch, kommt aus Deutschland, aus Dresden, deshalb auch Dresdner Essenz, ergibt Sinn. Und ich finde das ganz, ganz toll. Also finde ich sehr, sehr cool zum Unterstützen und das war ein sehr, sehr schönes Produkt. Ich weiß immer nicht, was Limited Edition ist und was nicht, aber auf jeden Fall, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als Scrub würde ich es nur nicht, ich würde es als Duschgel einfach benutzen.
Dann machen wir weiter. Und zwar habe ich von Revolution den Caffeine Tonic. Und den bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den schon einmal hatte. Also ich hatte den zweimal. Und ich muss sagen, ich mag die Tonics von Revolution wirklich, wirklich gern. Habe jetzt aber einen neuen Tonic, den ich mehr mag. Aber sie sind wirklich nicht schlecht und ich mag sie auch recht gern. Nur ich habe jetzt ein bisschen einen neuen Favorit. Aber ja, genau. Also ich kann euch jetzt nicht so Riesenunterschiede sagen. Ich glaube, der Grüne, weil ich habe ja den Grünen gehabt, den Pinken und den Gelben. Hatte ich noch einen? Ich weiß gerade nicht. Aber ich fand, glaube ich, den Grünen fast am besten. Nur hat der sozusagen am wenigstens attraktiv gerochen. Ja. Aber ich finde die wirklich nicht schlecht. Würde ich das nachkaufen? Definitiv, warum nicht? Aber ich glaube, ich habe jetzt sozusagen meinen Tonic gefunden. Aber ich bin noch nicht sicher. Aber da bin ich doch im Ausstöbern. Aber ich glaube, ich habe ihn gefunden. Und genau, was habe ich jetzt? Ich habe nicht so viel aufgebraucht, Leute. Deshalb rede ich auch so viel, damit das Video so lang wird wie möglich. Nein, aber ich habe nicht so viel aufbrauchen können, weil ich natürlich in Schweden war. Und genau, da war ich in Schweden und habe eben dort ein bisschen Zeit verbracht. Genau, und deshalb habe ich nicht so viel aufbrauchen müssen, weil die Sachen, die ich nach Schweden mitgenommen habe, habe ich, das sind alles so Sachen aus Adventskalendern oder sowas, die habe ich dann dort weggeschmissen und nicht wieder zurückgezerrt wegen Übergewicht und Übergepäck und bla bla bla. Also deshalb habe ich nicht so viel aufbrauchen können wie normalerweise, aber ich bin mir sicher, im Februar wird es wieder. Ich glaube, im Februar wird es wirklich wieder viel. Aber genau, dann ein Produkt, was ich aufgebraucht habe, was super, super spannend ist. Und zwar von Kaya VK Vibe Tan Mousse. Sie hat so ein bisschen Härchen und alles drauf. Sehr, sehr lecker. Und zwar, ich habe, oh Gott, ich glaube, ich habe 6 oder 7 Anwendungen aus diesem Tübchen rausbekommen. Also wirklich nicht schlecht. Er riecht am Anfang extrem tropical, wenn du ihn aufträgst. Es ist eben so ein Sprühding, es ist ein weißes Mousse. Ich muss dazu sagen, ich tue mir nicht schwer zu sehen, wo ich den Self-Tan aufgetragen habe. Ich habe heute auch Self-Tan um, aber nicht den. Und dann, also wie ihr unschwer erkennen könnt, wenn ihr diesen Kanal kennt. Aber den habe ich halt also wenn ich ihn aufgetragen habe, habe ich immer gesehen, weil es hat so einen leichten Schimmer, beziehungsweise wie wenn du ein Öl auf die Haut gibst, hat es hinterlassen. Und da habe ich immer sehen können, ah, okay, da habe ich schon Self-Tan aufgetragen. Und ich habe es auch gespürt. Also ich habe es sofort spüren können. Ich trage es eben nicht mit Handschuhen auf. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, ob man es mit Handschuhen aufträgt oder mit den Händen. Ich mache es halt mit den Händen. Also das ist, Leute, der ist sehr, sehr dunkel. Und die Hände und die Füße sind die trockensten Bereiche an unserem Körper. Das heißt, die werden oft am dünkelsten. Also ich habe so, so dunkle Hände von diesem Self-Tan bekommen. Also ich habe es dann eben, also ich habe am Anfang habe ich die ersten Mal, habe ich wirklich immer so enorm schwarze, fast schon Hände bekommen. Also wirklich, wirklich sehr dunkle Hände. Und habe mir dann gedacht, ah, okay. Und dann habe ich so gemacht, ich habe ganzen Körper sozusagen Self-Tan aufgetragen. Und dann habe ich mir sofort danach die Hände gewaschen. Und dann ist es eben so wie ungefähr die, vielleicht ein bisschen dunkler, ist es dann ungefähr diese Farbe geworden und hat sozusagen natürlich und auch schön ausgeschaut. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, was ich machen würde. Es ist auf jeden Fall deep, also bei mir ist es wirklich dunkel auch geworden. Farbe war sehr, sehr schön. Vielleicht ein bisschen orange, aber es hat meistens in der Kamera sieht es viel mehr orange aus, wie es dann in echt ist. Also die Kamera pickt auch, ich glaube, ich sehe heute auch aus wie so ein Orange People. Ich bin heute auch orange, aber nicht ganz so schlimm wahrscheinlich wie in der Kamera. Aber genau, das heißt, das hat es schön gemacht. Dann natürlich ist es so runtergegangen. Plus, also bei mir war es beim Schwitzen, also hier, ich schwitze eigentlich, schwitze ich nur hier. Ich habe den natürlich hauptsächlich im Sommer benutzt. Es hat sehr lange gedauert, bis ich ihn aufgebaut habe. Vor allem, er hat wirklich, also er hält ungefähr, also schön hält er ungefähr 4 Tage. Dann beginnt er ein bisschen sich zu entfernen. Vor allem als erstes werden die Hände. Es sieht dann so aus, als hättest du eine Hautkrankheit. Ich beschreibe das gerade richtig intensiv, wie Wahnsinn. Aber am Anfang, also zumindest ist es bei mir, das ist auch bei jedem Hauttyp und so anders. Aber dann hat es eben so ausgesehen, meistens, als hätte ich so eine Hautkrankheit, weil es so an gewissen Stellen halt runtergegangen ist. Also meistens hier Handfläche und dann was hier irgendwie noch. Und ja, genau, und wenn du schwitzt, also bei mir waren auch immer hier also unter den Achseln war es bei mir immer weiß.
Und vor allem im Sommer, weil wir hatten so einen heißen Sommer. Puh, also ich habe ziemlich viel geschwitzt. In Schweden hatte ich, glaube ich, das Problem nicht. Aber wenn ich zum Beispiel dann Sport oder sowas mache, also wenn ich schwitze, ist es eben unter den Achseln. Und wenn ich Sport mache, hoffentlich schwitze ich, weil das ist das Ziel der Sommersport. Also genau, das hat es eben, also das hat es nicht ausgehalten, also Schweiß. Es hat auch abgefärbt. Also wenn ich geschwitzt habe und ich habe ein weißes T-Shirt angehabt, war das danach braun? Also man hat so diesen Schweißrand. Nicht schön, wirklich nicht schön. Aber man muss dazu sagen, es hat, es ist dann wunderbar schön in der Wäsche runtergegangen. Also ich hatte, das kann ich auch nicht versprechen, aber bei mir ist es zumindest wieder weggegangen. Also in dem Sinne hatte ich kein Problem. Aber ich sage euch alle diese Punkte, damit ihr das alles mitnimmt, weil es ein teures Produkt und deshalb will ich das euch alles mitnehmen, wenn ihr solche Probleme habt. Wenn ihr viel schwitzt, ist, glaube ich, dieser Self-Tan auch problematisch, aber ist halt generell Self-Tan. Also es gibt, glaube ich, fast gar keinen Self-Tan, der wirklich so extrem standhaft gegen Schweiß ist. Aber dann ist er, wenn er runtergegangen ist, ist er eben so fleckig runtergegangen. Hat dann oft an gewissen Stellen, also wo war es, wo habe ich es immer oft gehabt? Im Bauchnabel. Ja, so ausgesehen, als hätte ich irgendwie so Schmutz im Bauchnabel. Ich weiß nicht, ich müsste das mit so einem Ding, aber ich bin dann oft halt zu faul. Aber man müsste das mit so einem Wattepad, also mit so einem, ihr wisst schon, so einem, ach Gott, so einem langen Watte-Ding müsste man da reingehen und den Self-Tan wegnehmen, weil, puh, vor allem das, also das hat, glaube ich, immer so drei Wochen, 3, 4 Wochen, wenn nicht sogar mehr, was ich glaube schon, so einen Monat, war es da drinnen immer schön dunkelbraun. Sehr, sehr schön. Aber ja, also generell hat er ungefähr eine Woche bis 1,5 Wochen gehalten und hat natürlich auch immer dazu, wie heiß es war, wie viel ich geschwitzt habe, was ich gemacht habe. Also so unterschiedliche Faktoren. Aber ich fand ihn generell schön. Ich würde ihn definitiv auch nachkaufen. Es gibt natürlich negative Sachen mit ihm. Er ist nicht perfekt. Leider, ich glaube, Self-Tan, so einen perfekten Self-Tan, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Also Self-Tan, vor allem, er riecht sehr, sehr gut. Das haben wir noch nicht. Er riecht sehr, sehr gut. Und dann, wenn das Self-Tan beginnt zu wirken, riecht er auch noch Self-Tan. Also diesen typischen Self-Tan-Geruch, den kriegst du einfach nicht weg. Das ist halt, es färbt dir die Haut. Also das ist wie wenn du die Haare färbst. Das ist so ein gewisses chemisches Produkt, was da einfach rein muss. Und das riecht anscheinend so. Aber sehr, sehr angenehm riecht er, wenn man ihn aufträgt. Also richtig, richtig schön. Und ich fand's gut. Ich fand's gut. Ich würde es auch nachkaufen. Aber es ist teuer. Ich würde wahrscheinlich auch für euch sagen, kauft es euch den vom Balea. Der wird nur nicht so braun. Also das muss ich schon sagen. Die vom Balea sind eher mehr light. Und der wird wirklich deep. Also der wird. Puh. Also ich bin. Ich weiß nicht, wie viele Shades dünkler ich geworden bin, aber ordentlich. Ihr könnt es gerne auf Instagram ein bisschen stöbern. Im Sommer habe ich den sehr, sehr oft getragen, wenn ihr euch denkt, wow, she's so dark. Ja, das war dann dieser hier. Und ihr könnt es auch stöbern auf Instagram, wenn ihr Instagram, oh Gott, Instagram, wenn ihr so kleine, also wenn ihr so Hände seht in Bildern, die sehr, sehr dunkel sind. Das war dieses Prachtstück. Also, wenn euch das interessiert, stöbert's gerne auf Instagram. Boah, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe fast 10 Minuten über diesen Self-Tan geredet. Aber ich hatte so viele Punkte, die ich euch sagen wollte, weil das auch so ein richtig gehyptes Produkt war und ich einfach da euch ein bisschen Feedback einfach abgeben möchte. Ich habe den in Light auch noch. Den werde ich mir vornehmen, nächstes Jahr aufzubrauchen. Das heißt, ich habe einen Light und das war jetzt eben Deep. Also ich glaube, bin gespannt, ob Light irgendwie anders performt oder ob es sozusagen, ich glaube, die Formulierung wird dieselbe sein, aber werde ich euch dann, das wird nächstes Jahr. Also nicht nächstes Jahr, aber im Sommer dann. Also ich bin noch immer in 2022, aber es wird dann erst im Sommer werde ich es dann benutzen und dann ebenso auch wieder so, dass ich es vielleicht in dem November oder so aufgebraucht habe, weil ich es dann schon früher benutzen kann. Jetzt, denke ich mal. Dann als nächstes habe ich von The Body Shop Fall for Pumpkin, den habe ich aufgebraucht. Und ganz, ganz tolle, tolle, das ist, ja, das hatte schon lange, Leute. Ich bin so froh, dass ich das jetzt aufgebraucht habe, aber der Geruch ist so, so gut. Es riecht wirklich nach Herbst und es riecht eben Pumpkin Spice, Vanilla Pumpkin, es ist.
Ja, ich mag auch die, das ist noch die alte Formulierung von den Body Butters. Mir ist aufgefallen, dass sie sie neu formuliert haben und sozusagen dicker jetzt sind. Das waren noch die dünneren. Ich glaube fast, dass ich die dünneren mehr mag. Aber natürlich sind die dickeren mehr pflegender, aber du verbrauchst die dickeren halt viel schneller wie die dünnen. Also ist auch so bei einer dünnen, meistens hier habe ich jetzt irgendeine, also wenn ich so eine Bodylotion von Balea habe, ja, da brauche ich viel, viel länger, wie wenn ich eine von der Body Shop habe, weil die halt viel dicker, die sind natürlich auch viel, viel pflegender, das ist mir schon klar, aber man verbraucht sie halt schnell und die sind teuer, das sind teure Dinge, aber sehr, sehr, hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja, aber den gibt's, das war eine Limited Edition, also gibt's nicht mehr, aber generell, ich liebe The Body Shop. Danke, dass ihr mit dabei seid. Dann machen wir Skincare und zwar habe ich von der, also von Bieber. Das gibt es nur in Österreich und zwar Q10 Age Defense. Achso, das war auch wieder ein Age Defense, das wusste ich gar nicht. Energy Serum. So, strafft die Haut sich gerade. Also es hat meine Haut jetzt nicht unglaublich viel gestrafft, kann ich euch sagen. Ja, ich bin jetzt halt auch nicht 30 plus, aber es hat jetzt nicht wirklich viel gestrafft. Es war okay, es hat ein bisschen einen Geruch. Also es hat so nach, ich weiß nicht, Standard irgendwie. Also so ein Standard-Pflegegeruch, jetzt nichts Besonderes. Kann man machen, muss man aber nicht. Würde ich das nachkaufen? Nee, weil ich fand es einfach nicht speziell genug. Ich fand es, ja, ich fand es nett, aber es hat nichts Besonderes gemacht. Es hat auch nichts Schlechtes gemacht. Es hat jetzt nicht irgendwie meine Haut irritiert oder irgend sowas. Nein, das überhaupt nicht. Aber ja, man kann das benutzen. Und das habe ich ja auch. Ich habe es ja aufgebraucht. Aber da gibt es Produkte. Also deshalb, ich würde es nicht nachkaufen. Also wenn man das zum Beispiel auch geschenkt bekommt, ist es nicht schlecht. Und das ist eh lieb. Aber es macht nicht wirklich viel. Und ja, man kann jetzt sagen, das liegt daran, dass ich nicht 30 plus bin. Und deshalb ist es so, maybe. Aber für meine Haut hat es halt auf jeden Fall nichts Spezielles gemacht. Yes. Dann habe ich von Revolution und zwar und X-Check Jamie die Feed Your Face in Mince-Pie diese Maske aufgebraucht. Und ich muss ja dazu sagen, ganz, ganz interessant. Das riecht, also ich weiß nicht, wenn irgendwer von euch schon Mince-Pie hatte, lasst mich das gerne wissen, weil. Es riecht schrecklich. Also ich habe mich dann, also ich muss ja dazu, ich glaube, ich habe 5 Anwendungen, 5 oder 5, glaube ich, 5 Anwendungen habe ich da rausbekommen. Das ist eben so eine Jelly-Formulierung, also so ein Gel, was auch, ich glaube, es hat auch die Haut gewärmt. Vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber es hat sich so angefühlt, als hätte es die Haut auch gewärmt. Es waren auch so kleine Gelee-Stückchen, nenne ich sie mal. Die haben dann so einen leichten Peeling-Effekt, jetzt nichts Starkes. Also da ist die Watermelon-Maske viel, viel mehr Peeling wie die. Aber so ein leichtes Peel-Effekt. Und ich muss dazu sagen, das war eine Limited Edition, aber die kommen immer wieder zurück. Ich habe gesehen, dass sie eh auch wieder, ich glaube, in so einem Set waren sie auch wieder zu Weihnachten. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt und ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Aber da war ich das erste Mal, war ich so, oh mein Gott, das stinkt. Oh mein Gott, das stinkt. Ich weiß, und ich kann euch gar nicht sagen, was es ist, aber es riecht sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Ich habe noch nie sowas gerochen in meinem Leben. Noch nie. Also, wenn ihr schon mal Mince-Pie gegessen habt, lasst mich das gerne wissen. Das würde mich ultra interessieren. Aber die Maske an sich war schön. War jetzt nichts super Spezielles, aber wirklich eine schöne. Ich liebe die Jack Jamie Masken. Ich finde, das sind wirklich schöne. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch bei denen perfekt. Die gibt es auch oft im Sale. Also, die mag ich wirklich, wirklich gern. Also, definitiv einen Daumen hoch. Das letzte Produkt, was ich jetzt aufgebraucht habe, meine lieben Leute, und zwar ist es von Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Obwohl es ist noch nicht ganz das letzte. Ich habe noch 2, oh Gott. Und zwar von Essence Make Me Brow Eyebrow Mascara. So sieht dieses kleine Prachtstück aus. Das ist ja meine Lieblings-Eyebrow Gel Mascara. Und warum rieche ich jetzt dran? Es ist noch gar nicht spät. Ich weiß nicht, warum ich so crazy bin. Aber ja, es hat sehr interessant gerochen. Es riecht nach Chemie.
Das ist sehr, sehr schön. Meine Lieblings-Eyebrow-Mascara. Oh mein Gott. Meine Lieblings-Eyebrow-Gel-Mascara. Sehr, sehr schön. Finde ich, ist super preiswert. Kann ich euch nur empfehlen. Vor allem, wenn ihr schon buschige Brauen habt, dann ist das wunderbar. Und finde ich ganz, ganz toll. Also ist definitiv von mir ein Daumen hoch und liebe ich. Und natürlich, wie ich es nachkaufe, ich habe es auch schon hunderte Mal. Aber das ist jetzt die erste, die ich wirklich aufgebraucht habe. Weil bei vielen habe ich sie, ich habe sie dann schon benutzt gehabt und dann habe ich sie zum Beispiel nach Schweden habe ich sie mitgenommen und dann habe ich meiner Mutter aber dann sie da gelassen, weil sie liebt die und ich so, ja, sicher, nimmst die einfach. Und deshalb habe ich dann die wirklich eine aufbrauchen können, aber jetzt, wenn, und vor allem die halten wirklich, wirklich lang. Ich glaube, oh Gott, 3 Monate? Ich glaube schon 3 Monate, dass ich damit durchkomme. Vielleicht machen wir 2, weil ich schminke mich ja doch jeden Tag. Also 2 Monate, aber sehr, 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 sehr schön. Definitiv einen Daumen hoch. Dann habe ich auch noch von Catrice die Glam & Doll False Lash Mascara. Ja, schrecklich. Nee, also die schmiert. Also die Lashes macht sie schön, muss ich dazu sagen. Sie hat die Lashes wirklich schön gemacht. Sie sieht auch aus, als hätte ich sie ermordet. Sie, also ihr seht es, also so sieht eine aufgebrauchte Mascara aus. Da soll so richtig viel dran kleben oft. Außer es sind gute Aufsätze, dann soll es eigentlich nicht so ausschauen. Aber es sieht meistens immer so aus. Das Bürstchen sieht auch so aus. Also es ist keine schlechte Mascara an sich. Sie macht schöne, schöne Wimpern, aber sie schmiert und das ist für mich dann ist sie raus. Ich kann. Vor allem, die schmiert wirklich extrem. Also, die schmiert schon nach 2 Stunden ungefähr, schmiert die schon. Da sehe ich schon aus, ja, es wäre so ein sehr, sehr anstrengender Tag. Also, vor allem, wenn hier unten wird es immer. Also, hier oben, das kann ich ja wegwischen. Das geht immer. Da mache ich dann meistens so und das geht. Aber wenn es hier unten, dann wird es dann so, sieht es dann so richtig schlimm. So die Augenringe bis zum. Nee, das geht nicht. Also, ja. Aber wenn man nicht das Schmierproblem hat, ist es sicher keine schlechte Mascara, dann ist sie auch schön. Aber wenn man Schmierprobleme hat, oh, stay away. Das sieht man nicht schön aus. Das letzte Produkt, was ich aufgebraucht habe, und zwar ist es von Essence, glaube ich, war das. Ich kriege den jetzt hier nicht mehr raus, weil ich habe sehr, ganz brav aufgebraucht. Und zwar habe ich den hier reingesteckt, wie ihr sehen könnt, damit ich den länger benutzen kann, weil das, sonst kannst du ihn nicht mehr spitzen, weil der ist jetzt natürlich, ich glaube, der ist jetzt, also der ist wirklich so mini, also ich könnte den jetzt gar nicht mehr so spitzen. Aber wenn du sozusagen das Ding da hinten dran gibst, dann kannst du ihn noch länger sozusagen benutzen, weil da ist ja dann oft noch, ist, aber jetzt geht es nicht mehr. Jetzt komme ich nicht mehr in den Spitzer. Jetzt ist es vorbei. Ich glaube zwar noch, dass, ich weiß nicht, ob sie die bis zum Ende anfüllen. Eigentlich glaube ich nicht ganz, aber ich glaube, es ist ein bisschen, wird sich wahrscheinlich noch ausgehen, aber es geht einfach nicht mehr. Ich komme nicht mehr rein in den Spitzer wegen dem, also es geht einfach nicht mehr. Aber was sage ich zu diesem Eyeliner? Ich finde den Eyeliner wirklich nicht schlecht. Ich kenne die, das sind diese Essence Standard Eyeliner. Ich habe generell ein Problem mit Eyeliner, dass sie bei mir, nicht immer, aber manchmal bekomme ich sozusagen eine Reaktion und ich weine sozusagen ein bisschen. Ja, und sie verschmieren bei mir einfach nach der Zeit. Deshalb Eyeliner trage ich oft, selten wirklich so, wenn ich so einen langen Tag vor mir habe, sagen wir von 9, sagen wir mal 9 bis 10 am Abend. Da werde ich keinen Eyeliner tragen, weil der wird weg sein oder verschmiert sein oder ich weine oder irgend sowas. Also meistens trage ich Eyeliner am Abend. Wenn ich irgendwo hingehe, ins Theater, whatever, dann trage ich oft Eyeliner, weil ich einfach. Ich mag Eyeliner, ich finde Eyeliner wunderschön. Ich habe heute auch Eyeliner um und ich finde, es sieht einfach so hübsch und so hot und sexy. Es macht die Augen einfach extremst hübsch, finde ich persönlich. Aber if it doesn't work, it doesn't work. Und bei mir ist es oft so, dass es it doesn't work. Aber das ist aber auch so unterschiedlich. Das hat oft, glaube ich, mit meiner Allergie einfach zu tun, wenn ich so eine Allergiephase habe, dann. Ja, dann ist es auch bei manchen Mascaren, das ist so, oh no, it doesn't work. Also ja, aber den habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Meine Lieben, das war jetzt alles, was ich im Yen aufgebraucht habe. Eigentlich war es nicht so viel, aber ich glaube, ich habe so lange gequatscht, dass es jetzt doch irgendwie lang war, das Video. Aber ich hoffe, meine lieben Leute, dass es euch wunderbar geht, dass ihr nicht so braun und, also ihr dürft gerne braun sein, aber irgendwie so komisch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, von weit weg geht's. Ihr habt euch zum Glück nicht von da an sehen müssen, aber ja.
Ich will jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und danke fürs Reinschalten. Aber bitte, wenn ihr neu seid, bitte abonniert doch diesen Kanal. Das freut mich, das hilft mir auch sehr, sehr viel. Und dann würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo habt ihr ein weiteres Video von mir und könnt meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das ist natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch im nächsten Video. Tschüss!